Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hickers erster Märchenstunde. Und nicht nur die Augen aufhalten, sondern auch die Ohren anspitzen. Kommt mit und lasst euch entführen in mein erstes Abenteuer mit Cody und meiner Wenigkeit. Alles begann, als uns wieder einmal die Langeweile einholte. Doch mit Cody an der Seite fällt einem immer was ein. So beschlossen wir, an diesem Abend in die Welten der Apachen und Cowboys einzutauchen. Ihr fragt euch sicherlich, was erwartet euch? Ein schöner, harmonischer Abend. Doch meistens kommt alles anders, als man denkt. Und so schlüpften wir in unser Outfit. Und schon konnte es losgehen. Ein gemütliches Plätzchen musste her. Das hieß, wir mussten schuften. Zur Unterstützung riefen wir noch eine zweite Hicke herbei. Ob sie wirklich eine Stütze war? Hika, eine Stütze? Wohl eher nicht. Cody, bring mal deine Schäfchen ins Trockene. Wer ist denn das? Dazu komme ich später. Sind die nicht süß? Cody, brauchst du noch etwas? Ja, ein Fass und eine Kanone. Sieht gut aus, Cody. Tada, das Fort ist fertig. Juhu! Endlich fertig. Yippie! Ein dickes Bienchen an unseren Cody. Hat er doch toll gemacht. Cody, wird das ein Regentanz? Ja, klar. Au ja, da bin ich dabei. Ja, da tanzten wir. Voller Hoffnung auf einen Regen. Regen komme. Regen. Hey ja, 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 hey ja. Ui, verbrenn dir nicht die Nase. Überall musst du deine Nase reinstecken. Ach Cody, wo bleibt denn der Regen? Nix mit Regen. Es half alles nichts. Aber sehen wir nicht scharf aus? Und nichts ahnend geschah etwas. Cody, Cody! Da! Hast du das gesehen? Der hat uns bestohlen! Thank you.
Dinosaurier. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Alles nur geliehen. Er braucht es. Na toll. Hin wie her. Jag ihn weg. Wo ist er hin? Ob er wohl Angst bekommen hat? Schluss war es mit der Ruhe und der Harmonie am Abend. Das riecht nach Rache. Ein Plan musste her. Kika, wir wehren uns, oder? Ja, und so übten sie, mit den Kanonen umzugehen. Entdeckung! Das üben wir noch einmal. Ja, ihr Lieben. Wie ich schon sagte, oft kommt es anders, als man denkt. Vorbei der schöne Abend. Wir schmieden einen Plan. Doch das erleben wir im zweiten Teil unseres Abenteuers. Liebe Grüße zu euch, bis zum nächsten Mal, eure Hicker. Und nicht zu vergessen, Cody.